Ich hatte euch ja letzte Woche schon die CZ P10 in der F-Version kurz vorgestellt. Ich hatte nun die Möglichkeit, sie auch zu schießen. Ich habe nicht die Kamera mit dabei gehabt. Sorry dafür, aber ich habe sie am Mittwoch abgeholt. Am Freitag hatten wir letztes Training vor der gestrigen Landesmeisterschaft. Gestern war Landesmeisterschaft und beim letzten Training wie auch bei der Landesmeisterschaft habe ich die Kamera nicht dabei. Ich möchte hier einen kleinen Vergleich zwischen der CZ-P10F und der Glock 17 Gen 4 machen mit den Werksangaben. Einzige zwei Dinge, die ich nochmal nachgemessen habe, ist die Visierlinie, weil die bei der CZ nicht angegeben wurde, und der Abstand Griffrücken zum Abzug. Den habe ich bei der P10 auch nochmal nachgemessen. Legen wir los. CZ-P10F, Kaliber 9mm Luger, Gewicht 800 Gramm. Rahmen, schräger Griffstück, Polymer. Abzugssystem ist ein Striker Fire. Als Sicherungssystem haben wir Trigger Safety, Firing Pin Safety und Drop Safety. Die Visierung ist ein 3-Punkt nachleuchtendes System. Magazinkapazität 19 Schuss plus eine in der Kammer. Wir haben Gesamtmaße in Millimeter von 203 mm in der Länge mal 150 in der Höhe und 32 in der Breite. Lauflänge beträgt 114 mm. Wir haben eine Visierlänge von 179 mm und einen Abzug, Griffrücken zu gespanntem Abzug von ca. 68 mm. Die Glock 17. Kaliber 9mm Luger, Gewicht 705 Gramm, Polymer, Griffstück, Striker Fire, Abzugssystem, Trigger Safety, Firing Pin Safety und Drop Safety. Als Sicherungssystem. Wir haben eine White Outline mit weißem Punkt in der Mitte. Magazinkapazität 17 plus 1. Gesamtmaße 202 mm in der Länge mal 139 in der Höhe und 32 in der Breite. Wir haben eine Lauflänge von 114 mm, eine Visierlänge von 164 mm und einen Abstand Griffrücken zu Abzug ohne zusätzlich montiertem Griffrücken von roundabout 70 mm. Und damit sehen wir eigentlich schon einer der größten Unterschiede zwischen diesen beiden Waffen. Die Gesamtmaße kann man vernachlässigen. Sprechen wir über 1 mm in der Länge. Die Höhe ist nur dann relevant, wenn es um ein Kastenmaß geht. Das heißt, diese zwei Maße können wir vernachlässigen. Interessanter ist die Visierlänge. Wir haben bei der Glock, bei der Stahlvisierung, wie ich sie drauf habe, roundabout 164 mm Visierlänge. Und wir haben bei der CZ 179 mm Visierlänge. Das ist echt ein Haufen Zeug mehr an Visierlänge, was wiederum die Präzision fördert. Je länger die Visierlänge, die Lauflänge ist gar nicht so das extrem Maßgebliche. Es geht immer um die Visierlänge. Und auch sehr, sehr relevant für mich jedenfalls, aufgrund meiner Patschehändchen, ist der Abstand Griffrücken zum Abzug. Hier haben wir einen Unterschied, was erstmal wenig klingt, von 2 mm. Aber wir müssen hier tatsächlich in Betracht ziehen, dass diese 2 mm durchaus dafür sorgen können, dass man um ein Vielfaches besser an den Abzug drankommt als bei der Glock. Das heißt, wenn wir die jetzt einfach mal, sie sind beide leer, wenn wir sie beide mal spannen, ja, und dann sehen wir eigentlich schon, wenn wir sie mal übereinander legen, was das, wie viel das tatsächlich ist, wenn man die Bügel übereinander legt, die Abzüge übereinander legt. Das ist ein Haufen Zeug, was da an Unterschied der Abzugsentfernung betrifft. Damit muss ich ganz ehrlich sagen, rein ergonomisch betrachtet ist für meine kleine Handgröße mit den kurzen Fingern, die ich habe, ist die CZ auf jeden Fall die bessere Wahl, und da spielt es keine Rolle, welche Variante, ob S, C oder F oder sogar die SC, die vielleicht irgendwann mal rauskommt. Die SC der CZ-Variante ist eine Mischung aus der CZ P10C, sprich die Kompaktversion, mit einem Full-Size Upper. Das heißt, ihr habt die volle Länge, aber kompaktere Griff, ist zum Beispiel für Disziplinen mit Kastenmaß durchaus interessant, wenn man diese beiden miteinander mischt, und es ist eine offizielle CZ-Version. Beide Systeme, beide Pistolen verfügen über diese kleine Sicherungslasche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Glock
tut mir am Finger echt weh. Fragt mich bitte nicht warum, aber dieses Züngel ist aber nur schmerzhaft. Das heißt, ich werde hingehen, ich werde das Ding runterfallen, weil das tut hier richtig, bei mir persönlich jedenfalls, weh. Auch wenn ich jetzt hier dieses Züngelchen bei der CZ auch habe, so geht dieses Züngel tatsächlich fast komplett flächenbündig rein. Und das macht einen riesen Unterschied. Das heißt, ich habe keinen Punkt, keine kleine Fläche, wo dieses Züngelchen draufdrückt. Und das macht den Abzug natürlich um ein Vielfaches angenehmer. Und auch liegt mir die Abzugscharakteristik der P10 wesentlich besser. Ich werde euch hier vom Training zwei Scheiben einblenden. Ihr habt jetzt hier erstmal eine PP1-Scheibe. Das war eine Scheibe aus dem Training vom Freitag. Ihr könnt durchaus in diesem Moment die Zentrumtreffer ignorieren. Um die geht es heute nicht. Das war ein Ergebnis von roundabout 288 im Training in der Disziplin PP4. Nein, mir geht es um die braunen Schusspflaster. Und das war ein Durchgang PP1 mit der Glock. Und da seht ihr tatsächlich, in meinem Fall, mir liegt die Glock einfach nicht. Und das ist legitim, das auch zu sagen. Ich kriege die Glock jedenfalls bei langsamen Konzentrationsdisziplinen, wie hier zum Beispiel die Station 1, 120 Sekunden für 12 Schuss bei PP1, kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Die zweiten Scheiben sind ein kompletter Durchgang NPA Service Pistol. Das war im Training von, ich glaube, 82 Ringe, wenn ich richtig gerechnet habe, was für mich eine gigantische Steigerung ist, wenn ich betrachte, dass meine Ergebnisse Großkaliber NPA im Regelfall so im 50er Bereich sich bewegen. Bislang immer, es war immer, ich mag NPA einfach nicht, weil ich massive Kontrastprobleme habe. Aber ich hatte 82 Ringe im Training und gestern bei der Landesmeisterschaft mit NPA habe ich ebenfalls mit der P10 geschossen. Habe ich aber nicht fotografiert. Hatte ich 81 Ringe. Das heißt, ich konnte dieses Ergebnis bestätigen. Das heißt, dadurch habe ich schon absolut in dem Moment mich verbessert, allein schon nur durch die P10F. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Waffe ist einfach genial. Ich finde, die ist ergonomisch absolut top. Der Abzug ist out of the box sehr, sehr schön. Ich habe entgegen der Standard Glock eine sehr schön lange Visierlinie. Und das sehen wir ja auch. Wir haben die Kimme, die geht tatsächlich bis ganz nach hinten. Und hier vorne ein sehr weit nach vorne gepositioniertes Korn, was halt vorne über den Schwalbenschwanz eingesetzt wird. Wir haben bei der Glock haben wir das Korn, was mittig positioniert ist und dann relativ lang ist, zumindest mal hier bei dem Stahlkorn. Und dann haben wir die Kimme, die eben nicht bis nach hinten flächenbündig abschließt. Und das macht durchaus sehr viel aus. Die Schlittenlänge ist ebenfalls bei der CZ, wenn man mal drauf guckt. Wir haben hier oben die Glock, diese Granulat mit dem Finger abmessen. Und hier vorne haben wir die CZ. Also es ist wirklich ein gigantischer Unterschied. Summa summarum, ich kann die P10 echt wärmstens empfehlen. Sie schießt sich super, der Rückstoß ist sehr moderat. Einzige, woran man sich tatsächlich immens gewöhnen muss, bei den einen sind es hier vorne, bei der Glock zum Beispiel, diese Fingerrillen. Bei der CZ ist es hier dieses echt aggressive Checkering. Ja, aber dadurch hat man wirklich sehr, sehr viel Grip an dem Griffstück und sie bewegt sich so gut wie gar nicht in der Hand. Ich denke mal, hätte ich gestern bei der Landesmeisterschaft andere Disziplinen auch mit dieser geschossen, hätte ich vielleicht auch hier und da mal besser abgeschnitten, weil es hat an einem Stück geregnet und meine normale CZ75 zum Beispiel, die ist nur noch in meiner Hand rumgerutscht. Das war alles so dermaßen glitschig, das war schon nicht mehr feierlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kurzer Abgleich. Ich werde gucken, dass ich demnächst Videos vom Schießbetrieb mit der P10F mache. Ich habe es einfach nur zeitlich im Moment noch nicht geschafft, aber ich möchte euch ja nicht zu lange auf die Folter spannen, was meine persönlichen Eindrücke vom Schießbetrieb mit meiner neuen CZ P10F betrifft. In diesem Sinn, schönen Sonntag noch.